Wir sind zurück zu einer weiteren Folge. Es geht weiter. Wir müssen gegen Dortmund ran und ich hoffe, es wird ein Unentschieden. Haaland, Forsberg, Thuram, Sanchez, ja, Nevers, John, Christensen. Oh ne, bitte nicht schon wieder. Christian Christensen. Und Kobel im Tor. Let's do this shit. Ich bin mal für 30 Minuten bis eine Stunde weg essen. Ja, bis dann könnte ich auch essen. Bis dann könnte ich auch essen sein, Tatsache. Boah, Junge. Eins zu zwei. Zwei zu zwei. Zwei zu drei. Zwei zu vier. Zwei zu drei. Die Saison ist zwar noch jung, aber das ist schon ein wichtiges Spiel. Erster gegen Zweiter, da wollen natürlich beide den Dreier. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Erster gegen Zweiter, da wollen natürlich beide den Dreier. Du, Bayern, bück dich. Nein, oh Gott, Bayern wird uns fertig machen. Das letzte Spiel gegen Bayern. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ja, sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Wolfuß und Franco sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Union Berlin gegen Borussia Dortmund. Interessante Geschichte hier, Wolf. Es kann losgehen und wir freuen uns auf eine reizvolle Begegnung. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Arkadiusz Milik. Schön abgeblockt. Sie haben den Ball. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. So, wir gehen kurz ins Studio. Es gibt ein Tor im Spiel von Bielefeld. Wir haben hier das erste Tor für Arminia Bielefeld. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind hier 5 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Das gibt einen Eckball. Ecke kommt kurz. Haraguchi. Rani Khedira. Da ist die Flanke. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Junge, nimm den Einzelzimmer, ehrlich. Neves. Dortmund verliert den Ball. Schäfer. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Sie lassen den Ball hier gut laufen. Aber dann ist der Ball doch weg, war nicht entschlossen genug. Diego Carlos. Emre Can. Ein historischer Tag. Ich weiß da nicht. Da sehen wir Kia. Sanchez. Neves. Haaland. Machen Sie jetzt gut. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Er ist da und kann den Ball hier klären.
Schäfer. Ja, könnte was werden. Flanke abgeblockt. Sie können den Ball erstmal abblocken. Sanchez. Forsberg am Ball. Neves. Ruben Neves. Schießt er ihn rein? Ich glaube fast, da war zu viel Power in diesem Schuss. Sehe ich ganz genauso, der Ball geht drüber und das wird ihn ärgern. Natürlich wird ihn das ärgern. Oder denkst du, er freut sich? Dann denkst du, er ärgert sich, wenn der Ball ins Tor geht. Ich ärgere mich auch, wenn nicht jeder Ball bei mir ins Tor geht. Ist natürlich kacke, aber was willst du machen, ne? Neves. Jetzt hat der Schiedsrichter wenigstens mal die richtige Trikotfarbe hier mit dem. Und da geht der Spieler dazwischen und fängt den Pass ab. Arkadiusz Milik. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Und das gibt Ekball. Aktuell viel Druck. Die Fans feuern sie an. Vielleicht machen sie ja was aus dieser Ecke. Könnte gefährlich werden. Unglaubliche Parade. Kurze Variante bei dieser Ecke. Und er schießt. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Gieselmann. Jetzt ist er vorbei. Schlecht. Der ist noch heiß. Ich habe Y und B gleichzeitig gedrückt. Erling Haaland. Das ist Forsberg. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Ist hier immer noch am Ball. Forsberg. Sie haben den Ball. Vielleicht die Führung jetzt. Boah, unglaublich. Noch ist die Chance da. Ja, schön geklärt erstmal. Die Gefahr bereinigt. Den hat er natürlich sensationell gehalten. Das wäre die Führung gewesen. Er hat was dagegen. Jetzt wird's gefährlich. Ah, das hätte gefährlich werden können. Jetzt wird's gefährlich. Ja, das hätte gefährlich werden können. Forsberg. Ruben Neves am Ball. Schwache Aktion, Ballverlust. Das könnte gefährlich werden. Junge! Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Forsberg. Ruben Neves am Ball. Ballverlust Dortmund. Da sind Mitspieler frei. Schäfer. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Haraguchi. Sehr dribbelstark. Da sehen wir es wieder. Klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. Eine super Parade. Ganz entspannt bleiben. Das Tor. Tolle Szene. Extra Lob. Ist zwar gefühlt das erste Mal jetzt in dieser Saison, dass nur eine halbe Stunde lang kein Tor schießt. Gefühlt vereins Negativrekord. Das war natürlich ein schwacher Pass. Gibt Einwurf. Wer den bekommen sollte, das wissen Sie vermutlich selber nicht. Das könnte vielleicht was werden. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Jetzt Kier. Da sind wir Kier. Emre Can.
merke ich schon mal überhaupt nicht. So, mal eben schnell ins Studio. Da gibt es was Neues zur Partie im Deutsche Bank Park. Es ist ein Tor gefallen. Ja, wir haben hier das erste Tor für RB Leipzig. Donje Marlen hat das Tor erzielt. Das war ein Kopfball wie aus dem Lehrbuch. Unheimlich wuchtig und auch technisch richtig stark. Neuer Spielstand damit 1:0. 33 Minuten sind gespielt. Vielen Dank für diese Infos. Beim Ballbesitz hat Borussia Dortmund im bisherigen Spielverlauf eindeutige Vorteile. Aber zufrieden können sie trotzdem nicht sein. Sie machen zu wenig raus. Folge: Unentschieden. Also 0:0 zur Pause, das könnten wir schon mal gehabt haben. Aber 0:0 als Endstand? Sanchez. Das ist Forsberg. Emil Forsberg. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion, alles richtig gemacht. Gibt 10 Applaus. Ecke kommt kurz. Forsberg. Chance vielleicht auf die Führung bei dieser Ecke. So, die kurze Variante. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Klasse Einsatz. Jetzt könnte die Flanke kommen. Zieht nach innen. Schuss! Schuss kommt nicht durch. Gefährlich. Da passt der Torhüter auf. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung. Die kurze Variante. Aber in dieser Saison hatten wir es, glaube ich, noch nicht. Das war. Lol. Das war 0:0 in der Pause. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Er schießt. Gute Chance. Jetzt geht's. Und das wird auch weiterhin nicht passieren. Wir haben den ersten Treffer. Oh, hat er nur 41 Minuten gedauert, ey. Den zu halten, das ist eine tolle Aktion. Den mache ich mit einem Schwächeren. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Haraguchi. Sieht vielversprechend aus. Er macht das Tor und da ist der Jubel natürlich besonders groß. Ja, denn damit hat er einen neuen Ligarekord aufgestellt. Das ist natürlich ein unvergesslicher Moment. Ich verstehe nicht, was jetzt mit Liga-Rekord gemeint immer ist. Immer wieder spektakulär. Tore aus der Distanz, aber das macht er klasse. Wo steht der Keeper? Wo ist der Ball hin? Maßarbeit. 22 Meter oder mehr. ...2:0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Und Kier. Das war die erste Hälfte in einem Spiel, das uns bisher überrascht hat.
Ja gut, zwei Vorlagen müssen wir noch machen. Arminia führt gegen Freiburg, Leipzig leider gegen Frankfurt, HSV führt gegen Wolfsburg und Köln führt gegen Mainz, die aktuell Tabellenletzter sind. Und das Spiel geht weiter. Leider nach wie vor in strömendem Regen. Neue Demokratie, die Nummer 39. Suleiman Abdullahi. Haraguchi. Schäfer. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Die Parade bei diesem Kopfball, echte Torgefahr, sieht anders aus. Absolut, Wolf, war doch eher ungefährlich. Sie verlieren den Ball. Neves, Diego Carlos. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Gibt's jetzt, ist das das Tor. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein klasse Keeper. Jetzt die Ecke. Es gibt den Elfmeter. Das war ein klares Handspiel. Ja, ah ja. Keine Ahnung, rechts ist sicher nicht. Gehalten, der Ball ist nicht drin. Kein Tor bei diesem Elfmeter, unglaublich. Borjan hält die Null. Aber war ich mal mit rechts gar nicht so falsch, ne? Ecke in die Mitte. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Da stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Nee, aus dem spitzen Winkel muss erstmal ein Tor machen. Nächstes Spiel. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Die Gelegenheit für die Flanke. Der Pass kommt nicht an, war nicht präzise genug. Wird Einwurf geben. Ball geht direkt wieder zurück. Ja, der Schuss jetzt. Gehalten. Szene geht weiter. Ballverlust Dortmund. Und jetzt der Schuss. Das ist heute sein Spiel. Er macht sein drittes Tor. Klasse. Der Dreierpack, da kommt das Tor nochmal. Auch da ist wieder schön zu sehen. Die Abwehr hat keine Chance, ist machtlos. Also das ist heute ein absoluter Glanztag. Also Kurbel, wie du den nicht halten kannst. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Oh Leute, oh Leute. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Nee, die machen ja einen schönen Fehlpass. Jetzt hat er den Ball. Ja, wird Einwurf geben, kommt er nicht mehr ran an diesen Pass. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Ja, sie können erstmal klären. Schön dazwischen gegangen. Das ist eigentlich Marco Reus. Den fehlt mir so ein bisschen. Neves. Ja, da ist Platz jetzt.
Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Jetzt können sie kontern. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Ein tolles Tor. Absolut, Wolf, das war überragend, wie sie da ihr Tempo ausspielen, wie sie umschalten, wie sie die Lücke erkennen und dann auch nutzen. Klasse. Ehrlicher Alleingang. Ja, sowas sieht man nicht allzu häufig. Keiner kann ihn stoppen. Und am Ende hat er dann sogar jede Menge Zeit und macht ein super Tor. Sorry, BVB. Schon wieder nur Zweiter. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Ja, und da haben wir den nächsten Gegner vom Real Madrid. Es geht nicht, dass das wieder unentschieden wird. Im nächsten Spiel in der UEFA Champions League. Das dürfte eine enge Kiste werden, wenn man die Mannschaft mal so vergleicht. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Viel Platz für den Konter jetzt. Ah, das sieht gut aus. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Erling Haaland. Brandt. Julian Brandt. Renato Sanchez. Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen. Guter Vorstoß da jetzt. Der Versuch. Und irgendwie hält er ihn. Ja, mit den Händen halt, nicht irgendwie. Ecke kommt rein. Das sah gut aus. Klares Handspiel. Das wird Elfmeter geben. Schon wieder. Digga, wie viele Handspiele sind denn in der letzten Zeit? Hier ist ja unmöglich. Ja, also das würde ich auch als Handspiel. Die letzten, die waren so schwierig, sag ich mal. Aber das hier auf jeden Fall. Der überpasst! In der Wiederholung sehen wir, die Ecke ist richtig, aber der Ball war einfach zu gut, zu präzise. Und den Elfmeter kannst du letztlich nicht halten. Wie er dann Kopf im Tor auf einmal steckt. Ganz entspannte Mienen auch am Spiel. Warte mal. Guck mal, der muss sich doch hier ordentlich verletzt haben, oder? Was macht Borjan da bitte?
Moment. Starten wir nochmal neu. Der hat sich da voll den Kopf dran gestoßen, oder? Jetzt gucken wir auf den Torwart. Da, volles Karacho gegen das Tor. War ein schönes Tor. Definitiv. So steht 5:0. Spielfeld dran, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Jetzt haben sie den Ball. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ich lasse mich mal auswechseln, ne? Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Haaland mit dem Ballverlust. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Nur noch feuern ihn noch als einfach aufs Tor auf, anstatt ihn mir zu treffen. Brandt. Erling Haaland. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Brandt mit der Chance. Ja, ganz energisch. Ball ist weg. Gefahr erstmal bereinigt. Da wäre Platz für einen Konter. Da ist der Ball jetzt weg. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Gelegenheit zur Flanke jetzt. Ballverlust. Junge, so, wir gehen kurz ins Studio. Es gibt ein Tor im Spiel von Bielefeld. Wir haben hier Tor Nummer 3 für Arminia Bielefeld. Neuer Spielstand damit also 3:0. Gespielt sind 79 Minuten. Vielen Dank für das Update. Haaland. Die Chance. Sie verlieren hier den Ball. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Schäfer, schöner Pass. Und da haben wir es, das Tor. Ah, ist das schön. Du musst ja nicht mal machen hier. Tor im 1 gegen 1, wunderbar gelöst. Sehen wir hier nochmal in der Wiederholung. Eiskalt, nervenstark. Und so ein Tor, das ist gar nicht mal so leicht. Naja, nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Leipzig gewinnt leider.
Und jetzt heißt es ein zweites Mal in der Rückrunde jetzt gegen Tottenham. Und jetzt heißt es, egal was passiert, mindestens ein Sieg muss her, dann haben wir die Königsklasse sicher. Definitiv. Kopenhagen und Tottenham streiten sich gerade nur. Tottenham, ja, 9 Tore bisher geschossen. Wie sieht's denn aus? Haben andere schon gespielt? Noch nicht. Nach 25.000 Euro. Bayern München. Bundesliga. Meisterspiel ohne Gegentor. Gut, dann Randa auf ins... Weil in der Theorie könnten Tottenham und Kopenhagen noch komplett gewinnen und wir können komplett verlieren. Und dann ist unser Champions-Platz zumindest in Gefahr. Das heißt, jetzt mindestens ein Unentschieden würde ausreichen. 5-2-3. Let's do this shit. Aber wir spielen jetzt, glaube ich, heim, ne? Der Einzug in die K.O.-Runde ist unter Dach und Fach. Heute winkt auch noch der Gruppensieg. Das wird spannend. Gleich legen wir hier los. Stimmt, Gruppensieg? Theoretisch dann auch, ne? Wenn wir es nicht komplett verhindern. Willkommen im Tottenham Hotspur Stadium. Es ist wirklich die perfekte Kulisse für diese heutige Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß. Zusammen mit Frank Buschmann darf ich das Spiel für Sie daheim kommentieren. Uns erwartet hier heute ein Gruppenspiel aus der UEFA Champions League. Tottenham Hotspur gegen Union Berlin. Tja, Wolf, die Gäste haben heute nur ein Ziel. Ist ja klar, das ist der Gruppensieg. Den kann man heute unter Dach und Fach bringen. Und das wäre schon mal ein wichtiger Erfolg, das wäre eine gute Ausgangsposition. Er geht energisch dazwischen. Ja, da war noch einer dran, gibt Ecke. Ecke in den Strafraum. Den Ball hält er. Klasse vom Torhüter, war gar nicht einfach. Der Kopfball war gut. 5. Spieltag. Da ist es natürlich Zeit, auch schon mal ein erstes Zwischenfazit zu ziehen zur diesjährigen UEFA Champions League. Auch dieses Jahr wieder ein Riesenwettbewerb mit den Großen, mit den Teams, die du vorne erwartest. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Er sieht die gelbe Karte, so früh im Spiel. Nicht leicht, jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. Jung! Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Ach. Rani Khedira. Haraguchi. Schäfer. Genki Haraguchi. Ja, immer wieder diese schönen Pässe. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Die Gäste können sich heute Platz 1 in dieser Gruppe sichern. Ein Unentschieden würde heute reichen, ist natürlich dann die Frage, wie gehst du so ein Spiel an? Spielst du wirklich auf Unentschieden oder gehst du auf den Sieg? Natürlich gehst du auf den Sieg. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Jetzt könnte er flanken.
Ich komme kurz Harry Kane. Sagen, bin an der Hochzeit. Na dann, viel Spaß. Macht er das Tor? Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Er blockt die Hereingabe ab. Nein, kein Tor. Schöner platzierter Ball, aber am Ende eben doch kein Treffer. Und die Luft ist gut. Haraguchi. Auf Lukas werden wir in diesem Spiel besonders achten. Das ist ein Spieler, der solche Partien immer wieder dominieren kann. Ja, 4 Tore in den letzten 3 Spielen. Das spricht für seine Form, für seine Torgefährlichkeit. Sie müssen höllisch auf ihn aufpassen. Jetzt ist die Kugel weg. Jetzt vielleicht die Flanke. Es gibt den Elfmeter. Das war ein klares Handspiel. Das soll jetzt hier das 1:0 werden. Gut gemacht, er kann hier verwandeln. In der Wiederholung sehen wir, die Ecke ist richtig, aber der Ball war einfach zu gut, zu präzise. Und den Elfmeter kannst du letztlich nicht halten. Die Sorgenfalten auf seiner Stirn werden immer tiefer. Wie reagiert er jetzt auf diesen Rückstand? Sie sind jetzt also in Führung. 1:0. Anderson. Da ist Lo Celso. Tottenham macht viel Druck jetzt. Harry Kane. Harry Kane! Ballverlust hier durch Kane. Da erobert er den Ball. Oh mein. Giovanni Lo Celso. Kane ist das. Guter Vorstoß jetzt. Jungmin Son. Starke Aktion, verteidigt hier den Ballbesitz. Giovanni Lo Celso. Er geht schön dazwischen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Ruhig bleiben, entspannt bleiben. Gegen Borussia Dortmund hatten wir auch gefühlt 40 Minuten lang Ruhe. Emerson Leite de Sousa. Und auf einmal kam dann ist das ein 6 oder 7:0, ich bin dran. Giovanni Lo Celso. Kane lässt sich tief zurückfallen. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Schön abgeblockt. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Gieselmann. Anderson. Anderson, weg ist der Ball. Da kann er ihn stoppen. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger. Da, wo ich auch hinschießen wollte. Schäfer, Alter. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen.
durchgesetzt, durchgetankt förmlich. Die Abwehr ohne jede Chance. Ist schon fast frustrierend, wenn du dir so ein Ding fängst. Sie bekommen ihn nicht gestoppt. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Guter Vorstoß, kann was werden. Wie macht er den denn rein? Und an diesen Flachschuss kommt der Torhüter nicht mehr ran. War flach? Also ich habe nicht gesagt, dass er flach werden soll. Aber gut, das weiß ich schon. Ne? Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Giovanni Lo Celso. Anderson ist das mit dem Ball. Emerson Leite de Sousa. Kane. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. So, Gefahr bereinigt. Was war das denn? Was war das denn? Sind wir da gerade ineinander gelaufen? Guck dir das an, warte mal. Volles Knie ins Kiefer bekommen. Ist weg. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen. Son schirmt den Ball da super ab. Gutes Tackling. Jetzt können sie den Ball reinbringen. An dem Ball waren sie noch dran. Ecke. Hier nochmal der Treffer von eben. Die kurze Variante. Jetzt zieht er in die Mitte. Sie können den Ball erstmal ablocken. Der Ball ist im Aus. Das gibt Einwurf. Haraguchi. Jetzt könnte er flanken. Pass wird abgefangen. Nun Lukas. Er kann es machen. Da passt der Torhüter auf. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Aber er muss aufpassen. Er macht tatsächlich sein drittes Tor heute. Wahnsinn! Wieder macht er das Tor. Das ist Nummer 3. Da sehen wir es nochmal. Wieder stark gemacht. Und die Frage ist, wie willst du den da stoppen? Die heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Viel zu hören ist hier nicht mehr von den Rängen. Entspricht aber auch ein Stück weit der Leistung der Mannschaft. Ne? Ja, die sind einfach schlecht, da muss man nicht drum rumreden. Den Ball will er nicht hergeben.
Gauthier. Fofana. Emerson Leite de Sousa. Könnte gefährlich werden. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Klassekeeper. Da kommt die Ecke. Da kann er stehen bleiben. Der Ball fliegt genau in seine Richtung. Giovanni Lo Celso. Schön dazwischen gegangen. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Schönes Anspiel. Abwehr hat aufgepasst. Haraguchi. So, was machen Sie draus? Die Chance. Was für ein Treffer und was für eine Distanz. Das hat er wirklich gut gemacht. Ja. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut gemacht. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht's 5:0. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Unaufhaltsam. Einfach ein Fünferpack, ey. Ja, man kann es wieder auswechseln lassen, ne? Tolles Tor, kann ich nicht anders sagen. Eine unglaubliche Wucht hinter diesem Ball. Das Ding ist nicht zu verlieren, das kannst du nicht machen. Ganz entspannte Mienen auf am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Absolut dominant, wie sie hier auftreten. Die logische Folge, das 6:0. Lukas. 3 Minuten Nachspielzeit haben wir aber auch noch nicht in einer Halbzeit, oder? Also in der ersten Halbzeit. Er geht dazwischen. Kane. Harry Kane, ganz energisch jetzt. Jungmin Son. Abpfiff. Da gehen sie dazwischen. Heute soll Platz 1 her am Ende. Und zur Pause, Buschi, müssen wir feststellen, sieht gut aus. Sieht richtig gut aus. Exzellente Vorrunde, sind ja schon durch. Jetzt vielleicht noch Platz 1, also das wäre ein super Erfolg. Ich bin mal gespannt, wie sie die zweite Halbzeit angehen. Digga, die spielen schon wieder unentschieden. Ist das deren Scheißernst? Er war gelb vorbelastet und wird jetzt ausgewechselt. Eine sinnvolle Entscheidung, wie ich finde. Ja, auf jeden Fall, Wolf. Er konnte ja gar nicht mehr voll in die Zweikämpfe gehen, ohne die Gelb-Rote zu riskieren. Wenn ihr wüsstet. Oh, ein Gegentor. Lukas in der 71. Naja, passiert. Borussia Dortmund gewinnt gegen... Ach, hey, Real Madrid, guck mal, ein Erfolg. Die spielen nicht nur unentschieden. Das war's dann aber, glaube ich, auch, ne? Das war's dann für die. So, warte mal, Inter Mailand. 4 Spiele. Oha. Und verloren jeweils.
Das ist ein bisschen schade. Nee. Ach, hier geht es jetzt wieder los. Okay, von mir aus. Dortmund hat Platz 1 sicher und Benfica passiert auch nichts mehr. Real kann sich nicht mehr qualifizieren. Real Madrid ist raus. Aus der Champions League. Sind die jemals in der Gruppenphase ausgeschieden? What the fuck? What the fuck? Okay, krass. Benfica ist auch definitiv weiter, weil die werden nicht mehr von Real eingeholt werden können. Dafür bräuchten sie 4 Punkte und das schafft man mit einem Sieg nicht. Also selbst wenn Real jetzt noch gewinnen würde. Gut, Bergamo Calcio und Manchester City und Lyon haben alle die Chance auf Platz 1. Alle. Bergamo Calcio, warte mal. Ach Quatsch. Manchester muss gegen Pilsen ran und Lyon gegen Bergamo. Wenn Lyon gegen Bergamo gewinnt und Manchester City gegen Victoria unentschieden spielt, ist Lyon weiter, Manchester raus und Bergamo Calcio. Oder warte mal. Wenn Manchester verliert oder unentschieden spielt, dann haben sie 10, denn die Gegentore haben sie weniger, damit. Ah, okay, dann werden sie weiter. Okay, naja. So, Union Berlin ist definitiv weiter und Feyenoord hat endlich mal was gewonnen. Das heißt, in der Theorie haben sie die Chance auf einen Champions League Platz. Aber die Tordifferenz ist so enorm groß, dass sie mindestens ein 14:0 gegen Tottenham machen müssten. Und das schaffen sie definitiv nicht. Also glaube ich nicht. Gut, Gruppe H. Atletico Madrid hat gewonnen gegen Bayern. Theoretisch hat Sporting noch die Chance auf den Champions, also aufs Achtelfinale. Besiktas ist definitiv raus und Bayern muss noch bangen. Atletico ist auf jeden Fall weiter. Gut. Es geht gegen den Aufsteiger. Hier sind jetzt auch 5 Spiele gespielt. Okay. Chelsea und Inter sind auf jeden Fall weiter. Olympiakos und Dynamo Kiew kommen nicht mehr weiter. Definitiv nicht. Die sind auf jeden Fall durch. Chelsea hat also gegen Inter gewonnen. Gladbach hat anscheinend das erste Mal verloren. Nee, gewonnen gegen Liverpool, okay. Wo haben sie denn verloren? Ah, gegen Liverpool, 3:2, okay. Dann sind sie ja jetzt quitt, rein theoretisch. Gut. Ja, Gladbach ist definitiv weiter. Liverpool ist definitiv weiter. Und Porto hat keine Chance mehr. Definitiv nicht, keine Chance. PSG ist definitiv weiter. Valencia hat theoretisch noch die Chance, wenn sie gegen Milan gewinnen. Oha, wenn sie gegen Milan gewinnen, schauen sie Milan, sage ich schon wieder. Mailand. Wenn sie Mailand raushauen. Naja, dann haben sie 8 Punkte und hauen Mailand mit einem Punkt raus. Barcelona. Oh, hier könnte es doch spannend werden. Warte mal. Marseille muss gegen Roma ran. Wenn Barcelona verliert. Hat Marseille mit einem Sieg von mindestens 4:0 die Chance auf Platz 1. Mindestens. Ich liebe Statistik, ne? Achso, hier waren wir schon. Ja, Real ist definitiv raus. Ja, na gut.
Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich gucke jetzt erstmal. Die haben sich jedes Jahr große Hoffnungen gemacht, aber gut. So, wir sind 9 Punkte mit einem Vorsprung gegen Borussia. Weil wir auch gegen die gewonnen haben. Bayern hat das letzte Spiel gewonnen. Hertha kämpft sich langsam nach oben. Leverkusen ist auf Platz 4. Krass. RB Leipzig kämpft sich jetzt leider auch langsam nach oben. Das letzte Spiel ist gegen Augsburg. So wie das erste Spiel, glaube ich, auch gegen Augsburg war, ne? Ne, gegen den HSV, okay. Ja. Deutschland hat hier nicht einmal verloren. Wales hat auf der anderen Seite wiederum nicht einmal gewonnen. Tschechien hat einmal gewonnen, 3 Unentschieden, 4 waren verloren. Schottland hat auch kein Unentschieden, entweder haben sie 3-mal gewonnen oder 5-mal verloren. Portugal 5 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Deutschland 7 Siege, 1 Unentschieden. Das Unentschieden war ja bestimmt gegen Portugal. Sag ich ja. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Spiele. Wow, okay. Ja, gegen jeden mindestens einmal. Wie sieht es in der UECL aus? Hoffenheim hat wieder gewonnen. Ja, damit haben sie die Gruppe definitiv sicher. Arnheim hat keine Chance mehr und Malmö hat theoretisch noch die Chance, gegen Arnheim zu gewinnen, wenn Austria Wien gegen Hoffenheim gewinnt. Nee, verliert. Also wenn Hoffenheim, wenn Austria Wien gewinnt, dann sind sie weiter. Wenn Austria Wien verliert, Malmö kann 3 Punkte holen und hätte dann mehr Tore. Wir haben aber mehr Gegentore, ne? Ja, wird interessant. West Ham United definitiv sicher weiter. Sturm Graz, naja, hat noch Chance von Hertz eingeholt zu werden. Losc Lille ist definitiv weiter, aber nicht komplett Erster. Antalyaspor definitiv weiter, Athletic Bilbao auch. Schön. 4 Siege, 3 Siege, 2 Siege, 1 Sieg, eine Niederlage, 2 Niederlagen, 3 Niederlagen, 4 Niederlagen. What the fuck geht hier ab? 3, 6, 9, 12 Punkte. Naja. Ja. Hier hat jeder, in der Theorie hat hier jeder noch die Chance auf Platz 1. Das ist krass. So, so. Ja. Also Gent hat theoretisch noch die Chance, aber Florenz ist definitiv weiter. Europapokal, Manchester
Wackelige Füße. Die Gruppe hier steht auch noch nicht komplett fest. Die steht komplett fest. Das steht, da steht Platz 2 überhaupt noch nicht fest. Da hat jeder noch die Chance. Hier Platz 1, Platz 2 definitiv sicher. Platz 1 sicher, Platz 2 ungewiss. Platz 1 sicher, Platz 2 hat jeder noch die Chance. Platz 1 sicher, Platz... Oha, hier hat jeder noch die Chance. Und Red Bull La Salzburg ist auch raus. Sehr gut. Sowas gefällt mir. Red Bull Leipzig. Warte mal, wo waren die? Da. Die sollen bloß nicht gewinnen. Ich hoffe, die müssen gegen Stade ran. Nee. Gegen Aarhus. Okay. Da muss BSC Boys mindestens ein Unentschieden. Obwohl, RB Leipzig hat ganz schön viele Gegentore, ne? Ja, gut. Ja. Wir müssen gegen den 14. Platzierten ran. Die müssen gegen Augsburg ran. Ich hoffe, Augsburg holt mal einen Sieg oder so. Das wäre nett. Und Mainz muss gegen HSV ran. Na gut, das ist alles nicht unser Problem. Darum kümmert sich auch Zukunftsfanto. Denn wir beenden jetzt hier die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin würde ich jetzt einfach schlafen gehen. Gute Nacht. Ach, ein bisschen ungemütlich auf dem Sessel. Ich sehe gerade, Köln hat unter dem unteren Viertel die wenigsten Gegentore. Gut. Ausgeschlafen.